Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Starfield. In der letzten Folge haben wir Andrea für uns gewinnen können, ne? Und haben dann beschlossen, dass wir noch mal ein bisschen weitergehen, um die Quest noch fertig zu machen mit den mit dem Kolonistenschiff, ne? Die irgendwie finde ich das cool. Ich weiß nicht warum. Ich finde es immer noch ein geiles Konzept, dass da so ein Schiff losgeflogen ist und die Com nicht funktioniert hat und dann urplötzlich das Schiff dann so, ne, also überholt wird vom Graph-Antrieb und sowas. Also das finde ich irgendwie schon eine lustige Geschichte. Jedenfalls haben wir jetzt den Graph-Antrieb für das Schiff hier gekauft, einfach weil ne, ich wollte jetzt nicht, dass die dann Paradiso irgendwie als Leibeigene oder sowas dann arbeiten müssen. Und jetzt müssen wir den Graph-Antrieb, also ne, müssen wir nur noch zurück entsprechend zum Schiff und vielleicht können wir da noch ein bisschen helfen mit, wo die siedeln sollen und so, was natürlich mega cool wäre, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich geht oder nicht, ist, wenn man sagt, okay, man sieht dann am Anfang so, haben die da ihre Zelte aufgeschlagen und so weiter und so fort und dann später, so im Laufe der Zeit, kriegen sie dann so nach und nach ihre ersten Gebäude und so weiter, ne? Also das fände ich mega, mega cool, aber ich weiß nicht, ob das so ist. Ja? Jedenfalls, während ich jetzt hier zurückgehe zu unserem Raumschiff, lasst ihr mir auf jeden Fall gerne mal ein Like da und wenn ihr Lust drauf habt, noch ein Abo, einfach um YouTube ein bisschen zu zeigen, dass ihr Lust habt auf das Video. Und wir verlieren keine weitere Zeit mehr, sondern steigen ins Schiff und fliegen wieder zurück. Ich glaube, direkt zum Kolonistenschiff, ich bin mir nicht ganz sicher, ne? Aber das sehen wir sicherlich gleich. So, gehen wir direkt ins Cockpit. So, und ich glaube, jetzt können wir aber direkt auch so reisen. Warte mal. Du, 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 du. Wo ist denn hier? So. Mal sehen, was die jetzt auf dem Schiff dazu sagen. Ich bin gespannt, weil ich wette, die haben jetzt eigentlich richtig was dagegen, dass sie jetzt halt diesen Planeten doch nicht besiedeln dürfen. Aber gut, warten wir's ab, ne? So, wir steigen ein und wir gehen direkt zum Captain. Ich muss mir dieses so mal abgewöhnen, das ist... So, die ganze Zeit. So, 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 so. Ich tue mein Bestes. Jedenfalls gehen wir wieder hoch, wow, zum Captain. Hi. Medical Bay und Lift. Für den Umgang mit hier war ich ja noch gar nicht drin. Des Schiffs wurden wir nie ausgebildet. Mann, bin ich froh, dass du kein Alien warst oder sowas. Boah, das hier ist aber auch cool. Ja. Hier mit dem Vögelgezwitscher, was wahrscheinlich über irgendwelche Lautsprecher eingespielt wird. Lange Zeit nur mit dem überleben, was hier angebaut wird. So, Kommandoebene. Das habe ich schon wieder so gesagt. So ein Schiff wie deines habe ich noch nie gesehen. Aber es ist halt auch krass, dass die halt nicht irgendwie feststellen konnten, dass da noch andere Schiffe unterwegs sind, ne? Wenn die anderen wüssten, wie oft die Constant fast auseinandergefallen wäre. Puh, zum Glück habe ich es immer verhindert. Ja, moin, Armin. Ja, ich hatte gehofft, mit unserem Gast aus dem All sprechen zu können. Und da bist du. Willkommen. Ich habe 1 Million brennender Fragen, aber ich will dich nicht überfordern. Dafür ist später noch Zeit. Bitte gestatte mir nur einige wenige. Wie hast du das gemacht? Hat die Menschheit unser armes, altes Schiff mit Überlichtgeschwindigkeit überholt? Ja, tatsächlich. Wir haben einen Gravitationsantrieb. Ich könnte dir viel über die technischen Hintergründe erzählen. Oh, von der Technologie habe ich gehört. Wir dachten, sie sei nur theoretischer Natur. Vielleicht können wir später darüber reden. Du hast bestimmt Wichtigeres zu tun. Ich warte schon so lange, da macht das bisschen auch nichts mehr. Oh, ich habe so viele Fragen, aber ich bin unhöflich. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Chefingenieur Kasimi. Aber nenn mich Armin. Und ich darf ergänzen, ich bin einer der Gründe, warum wir immer noch fliegen. Ja, das hätte ich beim Wort Chefingenieur schon gedacht eigentlich. So, was können wir denn... Das habe ich schon wieder so gesagt. Ich bin Eral. Ich muss mit dir über was anderes reden, Armin. Für meine neue Bekanntschaft tue ich alles. Was ist denn deine Aufgabe hier als Chefingenieur? Manche würden sagen, ich verstehe es meisterhaft, Dinge mit Klebeband und Kaugummi zusammenzuhalten. Wenn wir noch Kaugummi hätten.
haben wir aber seit etwa 100 Jahren nicht mehr. Wenn ich nicht gerade den Antrieb repariere, bin ich Vorgesetzter der anderen Ingenieure. Wir warten die gesamten Maschinen und Geräte, Computer, alles. Ohne uns keine Lebenserhaltung und kein Flug. Okay. Wenn eure Vorgänger schon von Graph-Antrieben wussten, warum haben sie dann nicht darauf gewartet? Exzellente Frage. Ich bin mir nicht sicher, habe aber eine Vermutung. Ich habe sehr viel zu dem Thema gelesen und offenbar herrschte damals eine gewisse Ungewissheit, ob die Technologie je funktioniert. Und falls ja, ob sie das im benötigten Ausmaß tut. Als sie also entschieden haben, aufzubrechen, waren sie bestimmt überzeugt, dass es die einzige Option war. Okay, verstehe. Du sagtest, du hattest noch mehr Fragen an mich. Ja, unendlich viele. Hat jeder sein eigenes Raumschiff, so wie du? Leben Menschen nur auf von Natur aus bewohnbaren Planeten? Oder gibt es Terraforming? Sind wir in Kontakt mit Aliens? Ich habe noch so viele Fragen, aber ich will dir nicht die Zeit stehlen. Viele Leute haben Schiffe, ja, aber nicht alle. Also außer mir, ich habe 3, weil ich bin reich. So. Ich wusste es. Unglaublich. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Zu Zeiten unserer Vorfahren konnten nur die superreichen Schiffe bauen. Auch dieses Schiff war nur möglich, weil unsere Familien fast ihr gesamtes Geld zusammengelegt haben. Also wir betreiben kein Terraforming, aber es gibt Kolonien auf unwirtlichen Planeten. Wir nutzen Pods und so etwas. Das wundert mich nicht. Um einen ganzen Planeten zu terraformen, bräuchte man Unmengen von Energie. Ich nehme an, dass diese Kolonien allein zum Abbau seltener Ressourcen dienen, da es hier draußen eine nahezu unbegrenzte Auswahl an bewohnbaren Planeten gibt. Ja. Und soweit wir wissen, gibt es kein weiteres intelligentes Leben, aber durchaus verschiedenste Lebensarten. Enttäuschend, aber nicht unerwartet. Als du aufgetaucht bist, habe ich den anderen das Fermi-Paradoxon erklärt. Die wahrscheinlichste Erklärung für dein Auftauchen war, dass die Menschheit schnellere, fortschrittlichere Technologie entwickelt und uns überholt hat. Ich hatte wohl recht. Naja, jedenfalls müssen wir jetzt weitermachen. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für weitere Fragen, ne? Ach, danke, dass du dir die Zeit für mich nimmst. Ich kann ein wenig anstrengend sein, sagt man mir. Wenn ich dir also auf die Nerven gehe, sag Bescheid. Ja, das ist gut. Ich soll dir helfen, das Schiff für den Graph-Antrieb vorzubereiten. Welchen Graph-Antrieb? Reingelegt. Die Techniker von Paradiso haben mir alles erzählt. Mal sehen, was wir tun müssen. Okay. Das wird lustig. Ich hoffe bloß, dass uns dabei nichts um die Ohren fliegt. Ich habe gerade gehört, dass der Antrieb da ist. Und? Bist du bereit? Du brauchst meine Hilfe? Ja, natürlich brauche ich deine Hilfe. Mein Team ist mit der täglichen Wartung beschäftigt und ich muss selbst einiges für diesen Gravitationsantrieb vorbereiten. Deine Hilfe wird bei diesem Vorgang unverzichtbar sein. Keine Sorge, wird nicht schwierig. Ich führe dich durch den Prozess. Okay. Ich habe in dem Bereich schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ich bin bereit. Ach ja? Das sollte die Sache etwas vereinfachen. Aber denk dran, das Schiff ist viel älter als alles, woran du bisher vermutlich gearbeitet hast. Also hör mir gut zu. Als erstes musst du bitte die Energie von der Backbord-Turbopumpe zum Kryo-Zusatzkühler umleiten. Setze dann die Funktion des Plasma-Ablauf-Inhibitors auf 5%. Als letztes musst du die Gehäuse der Magnetflanschrohre von der Zusatzmodulgruppe entkoppeln. Alles klar? Dann mal los! Jetzt weiß ich ganz genau, was ich machen muss. So. Na gut, guck mal hier rein. So, von welchem System soll die Energie umgeleitet werden? Vom Technik-Überwachungskomputer Alpha natürlich. Von der Backboard-Turbopumpe, ne? Und zum Zusatz-Kryokühler, so. Energie umgeleitet. Gott sei Dank haben wir den Skill, weil ich glaube, ohne den Skill würdest du jetzt da nicht sehen, alles, wo Raumschifftechnik daneben steht, ist, glaube ich, das, was richtig ist.
So. Nur für qualifizierte Techniker oder unter deren Aufsicht. Welches System soll angepasst werden? Der Überwachungscomputer Beta, und zwar der Plasma-Ablauf-Inhibitor, auf 5%. So, Energieniveau eingestellt auf 5%. Perfekt. Das haben wir. Lassen wir noch eine Diagnose laufen, ob vielleicht noch ein anderes System beteiligt ist. Ja. Und dann hier noch, auch wenn die gerade reden, aber das stört die sicher nicht. Welches System soll angepasst werden? Das Magnetplanschgehäuse soll entkoppelt werden. Ul wird gemacht. Hallo? Hä? Entkoppeln? Zusatzmodulgruppe? Ah, jetzt, okay. Na gut. Sieht aus, als wäre bei uns beiden alles glatt gelaufen. Okay, dann haben wir das jetzt mal gemacht. Dann haben die beiden Graph-Antrieb. Mando Bay. Wir haben hier strenge Regeln, aber sie sind nicht ohne Grund. Cargo Bay, hä? Kommando Bay, hier lang. Armin war schon wieder hier. Wie viel ist der Mann, bitte? Ich verstehe die Beschilderung irgendwie nicht. Hat der einzelnen Menschen an Bord schon das Leben gerettet hat? Ja, ich weiß. Ich gehe einfach. Was ist das denn? Guck mal. Hier steht Kommando bei nach links, und wenn man dann aber nach links geht, dann. Ne, okay. Na gut. So. Unsere Ausrüstung ist zwar alt, aber man kann damit noch wunderbar Störenfriede ausschalten. Mach keinen Ärger. Captain, sorry, wenn ich stören muss. Egal wie es ausgeht, ich lasse meine Crew nicht im Stich. Der Graph-Antrieb ist installiert und sollte einsatzbereit sein. Was sagt man dazu? Sieht ganz so aus, als wären uns jetzt keine Grenzen mehr gesetzt, dank dir. Die Techniker haben sogar unsere Ausrüstung verbessert, damit wir mit vorbeifliegenden Schiffen reden können. War offenbar recht einfach. Danke noch einmal für alles. No, okay, ich hätte irgendwie gedacht, die wäre jetzt angepisst, weil wir es nicht geschafft haben, dass die den Planeten da nehmen können. Wo wollt ihr denn jetzt hinreisen? Das wissen wir noch nicht, aber wir haben von Paradiso eine Sternenkarte erhalten. Vermutlich werden wir einfach so lange andere bewohnbare Welten anfliegen, bis wir eine finden, die Paradiso, Porima 2, ebenbürtig ist. Überhaupt gar kein Problem. Freut mich, dass es geklappt hat. Ohne dich säßen wir hier noch immer fest. Du hast das Unmögliche möglich gemacht. Ich werde dafür sorgen, dass unsere Zivilisation deine Großzügigkeit niemals vergessen wird. Ich weiß nicht, ob wir unsere Schuld je begleichen können. Danke. Oh Mann, ich wüsste jetzt so gerne, wo die hinfliegen. Oh, das wäre so toll. Und dann sieht man so, wie, ne, jedes Mal, wenn man hinfliegt, haben sie eine größere Siedlung und haben sie ein neues Gebäude und so. Das wäre so geil. Wobei, vielleicht ist es ja sogar so, ne? Vielleicht kann man die ja zufällig nochmal wieder finden. Wedel nicht so mit deiner Waffe herum. Wir wollen sie nicht in Aktion sehen. Ja, alles gut. Okay. Hier sind die ganzen Captains. Da wir jetzt gut. Dieses Schiff über so lange Zeit so weit gesteuert zu haben. Die Porträts wurden zu Recht stolz. Aber irgendwie fühlt man sich doch... Also, ich finde es immer noch sehr erstaunlich, wenn man es überlegt, dass halt wirklich Generationen auf diesem Schiff geboren wurden und dann wieder in diesem Schiff gestorben sind. So, also ich meine, erstens, die damals losgeflogen sind, die wissen ja, sie kommen nie irgendwo an. Ne, die werden in dieses Schiff steigen und das war's. Ne? Und damit war es das mit ihrem Leben. So. Und dann gibt es ja auch Generationen, die werden dort geboren auf diesem Schiff, leben auf diesem Schiff irgendwie 60, 70 Jahre oder so und sterben dann auch wieder auf dem Schiff. Das heißt, sie werden da geboren und wissen, sie werden niemals irgendwie eine andere Luft atmen, außer diese 2 Millionen Kubikliter, die sie dabei haben und sowas. Das ist halt, glaube ich, schon krass, ne? Okay, was haben wir denn jetzt noch? Ich glaube,
Ich glaube, dass wir langsam aber sicher hier zum verschütteten Tempel auf Masada 3 gehen. Ne, damit das Ende des Let's Plays einläuten. Und wir haben, ich meine, wir haben jetzt über 100 Folgen und sowas. Jedenfalls, ich mache mal bei Offenbarung weiter. Ich muss zum verschütteten Tempel auf Masada 3. Dort werde ich auf den Hunter und seine Verbündeten treffen. Es geht um das letzte Artefakt. Ich glaube, die schalten wir jetzt mal aktiv. Na, so langsam, aber sicher. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Ich glaube, okay, bis hier kommen wir so. Und da müssen wir gleich nochmal einen zweiten Sprung berechnen. Und los geht's. So, einmal. Mir ist übrigens aufgefallen, ich beschwere mich ja die ganze Zeit, dass man hier immer so fünfmal hin und her springen Captain, muss. Wir sind keine Gefahr. Ganz im Gegenteil. Wir befördern nur Blechmache die nächste Tour aus New Atlantis und bringen Universelle zu den Sternen. Um Gott näher zu kommen und die Erhabenheit der Galaxie zu würdigen. Mhm. Wie sieht denn eure Pilgerfahrt aus? Wir springen in verschiedene Systeme. Einige unserer Pilger haben die Welt noch nie verlassen. So viele Wunder zu sehen, kann ein profundes Erlebnis sein. Mhm. Sehr angenehm, auf friedliche Gemüter zu treffen. Raumfahrt ist gefährlich, aber die meisten Schiffe greifen uns nicht an. Ob aus Respekt vor unserem Glauben oder weil wir nur Passagiere befördern, weiß ich nicht. Hast du zwischen den Sternen schon einmal etwas Spirituelles gefühlt? Ich weiß nach dutzenden Sprüngen immer noch nicht, ob ich die von Hüter Aquilus beschriebene Offenbarung hatte. Aber ich springe weiter. Mhm. Schwer vorstellbar, dass jemand im Angesicht der Sterne keine tiefgreifenden Gefühle verspürt. Das sehe ich genauso. War mir eine Freude, mit dir zu reden. Wir müssen jetzt los. Aber hoffentlich wacht Gott im Sternenmeer über dich. Oh, die waren ja nett. Na gut, jedenfalls müssen wir weiterfliegen. Ich beschwere mich ja immer mal wieder darüber, dass man hier die ganze Zeit zwischendrin gucken muss, dass man, ne, dass man immer eine Reise macht, dann wieder wartet, eine Reise macht, wieder und dann, ne? Und es ist auch ein bisschen nervig wegen den Ladebildschirmen, ehrlich gesagt. Aber was mir tatsächlich aufgefallen ist, ich glaube, das haben sie unter anderem deswegen gemacht, weil du halt, warte. Dass man halt so immer, wenn man irgendwo ankommt, dann diese Zufallsbegegnung halt tatsächlich auch haben kann und sowas. Ich glaube, das ist tatsächlich der Grund dafür. So. Aber das ist jetzt gerade ein bisschen arg nervig. So. Ich hoffe, wir kämpfen da nicht gegen Level 75 Gegner. Aber dass wir jetzt gerade zu jedem System einzuspringen müssen, ist ein bisschen unnötig. So. Und dann dein Schiff hat nicht genügend Greifsprungreichweite. Hä? Hä? Also das, hä? Das finde ich aber komisch. Oder gibt's hier... Nee. Hä? Okay, das finde ich jetzt aber wirklich ein bisschen doof irgendwie. 140 Treibstoff. Ich mache mal Folgendes. So, ich lande mal ganz kurz hier an diesem Wissenschaftsaußenposten. Einfach nur, dass wir den einmal erkundet haben. Weil dann können wir nämlich von dem Wissenschaftsaußenposten nach New Atlantis und gucken, ob wir da unseren Tank vergrößern können. Und dann direkt wieder zurück. Ne?
haben wir den erkundet. Dann springe ich mal ganz kurz nach New Atlantis. Das ist irgendwo hier, dürfte das sein. Alpha Centauri, genau. So, Jemison. Und dann hier zum... hierhin. Gut. Übrigens werde ich wahrscheinlich als nächstes Projekt mir dann tatsächlich mal No Man's Sky anschauen. Wahrscheinlich nicht als ganzes Let's Play, aber einfach mal eine Zeit lang. Meines ist im Moment das Whetstone, aber das wechselt. Weil ich habe neulich so einen Podcast gehört über ist No Man's Sky das bessere Starfield, und mittlerweile soll das ja ziemlich gut sein, das Spiel, ne? Wie kann ich dir helfen? Und deswegen würde ich dann schon gerne mal reinschauen, ehrlich gesagt, bei No Man's Sky. Einfach mal, um nur ein bisschen Selbsterfahrung zu sammeln und mal zu gucken, wie das Spiel so ist. So, kann ich... ich glaube... achso, ich muss jetzt einen Schiffsbilder, natürlich. Hier kann ich... doch, hier kann ich auch noch was dran bauen. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. So. Okay, Strukturschilde, Reaktoren. Treibstoff, hier. Haben wir nochmal 160 Sprungtreibstoff, einmal. Und dann natürlich auf der anderen Seite auch noch. So. Und wo ist denn der ursprüngliche Tank? Hier. Dann kann ich den nämlich nochmal löschen. Okay, aber da kriegen wir nur die hin. Aber hier dran kann ich vielleicht, ne? Hier die großen Helium-3-Tanks packen. Und wenn es da nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Okay. Das passt. Und mal sehen, ob wir hier noch irgendwie das Schiff verbessern können. Hier haben wir die Maulerkanone. Warte mal, Waffe 1, Waffe 2. Okay. Wir gucken mal. Wir haben hier jetzt gerade, Kanone ist ballistisch, ne? Da haben wir 40 Schaden gerade. Warte, aber ballistisch Raketen können wir natürlich, ne? Aber ich glaube, ballistisch kriegen wir da nicht mehr drauf. Also nichts Besseres drauf, meine ich. Raketen haben wir 130. Auch da kriegen wir höchstwahrscheinlich nichts Besseres drauf. Nee. Und hier haben wir noch den Pulslaser. Aber auch da. Na, dann lassen wir es mal so. Schildgenerator habe ich mir, glaube ich, schon angeschaut, ne? Wird alles noch schlechter, okay. Und ansonsten können wir, glaube ich, nicht so viel machen. Wir könnten hier theoretisch nochmal einen Helium-3-Tank dran bauen. Aber ich glaube, das reicht erstmal. Pass auf. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Jetzt ruckelt es gerade wieder. Ich hoffe, der Encoder ist nicht das Problem. So, und hier sind wir, glaube ich, gelandet, ne? Nee. Wo waren wir denn? Na gut, aber wir können auf jeden Fall hierher springen. Also von daher... wir haben 640. Wenn das jetzt nicht reicht, dann liegt das nicht am Tank. So. Das liegt nicht am Tank. Den Rang deines Astrodynamik-Skills. Okay, haben wir denn gerade Skill... nee, wir haben keine Skillpunkte, ne? Haben wir hier? Nee. Fliegensicherheit, Zielsteuerung. Ich glaube, wir sind vielleicht noch ein bisschen zu low level. Kann das sein? Könnt ihr es natürlich auch so machen. So. Perfekt, oder? Oh, aber das ist ein bisschen nervig, oder? Oh, das finde ich jetzt wirklich uncool irgendwie. Oder müssen wir von der anderen Seite vielleicht anreisen? Geht das? Warte mal.
Jetzt sind wir mal auf der anderen Seite. Aber ich glaube... Na, das geht auch nicht, okay. Ah, das ist doch jetzt doof. Okay, ich glaube, da muss ich demnächst mal kurz gucken. Woran das liegen kann. Vielleicht ist auch ein Bug, ne? Das kann ja auch mal sein. Ist ja ein Bethesda-Spiel. Gehen die eigentlich auch kaputt, wenn man drauf schießt? Nee, offenbar nicht. Aber sie fliegen weg. Das ist cool. Okay, man gibt ihnen einen Stoß und sie fliegen weg. Na gut. Dann müssen wir vielleicht noch irgendwas anderes an und wie heißen die Quest? Dann kann ich das nachher mal googeln. Offenbarung, okay. Na gut. Dann machen wir vielleicht doch noch ein, zwei Quests. Warte mal. Was gibt es denn? Hier diese ganzen Kräfte aus dem Jenseits, bla bla bla. Gescheiterte. Aber hier steht auch nichts anderes, oder? Nee, ich muss zum verschütteten Tempel auf Masada 3. Dort werde ich auf den Hunter und seine Verbündeten treffen. Es geht um das letzte Artefakt. Okay. Oh, dann machen wir doch noch ein bisschen weiter. Wir können ja die hier mal machen, ne? Ja, doch. Komm, dann gucken wir mal, ob wir da in dieses Lager reinkommen. Vielleicht können wir nochmal mit dem Sergeant sprechen. Vielleicht hat er nochmal ein, zwei Quests für uns. Könnte auch sein. So. Einmal hier und dann wieder nach Yamison. Und einmal landen. Aber erstmal haben wir natürlich Nacht. Aber man sieht, vielleicht ist der Sergeant trotzdem da. Wir sprechen einfach mal mit ihm, weil unter anderem natürlich ist es auch so, wenn wir jetzt mit diesem Sergeant sprechen, also ne, wenn wir da ein bisschen aufsteigen, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, dass wir früher oder später dann wirklich mal in den Dings kommen können. In den Lagerraum, ohne dass wir uns da in Anführungsstrichen reinschieben müssen. Mein Lieblings-Security-Officer in Teilzeit. Ja, Sergeant Yumi, hallo. Seit du hier bist, ist es sicherer geworden. Gut für die Moral. Mhm. Gibt es Nachwirkungen des Terrormorph-Angriffs? Die gesamte Abteilung erholt sich noch davon. Ich eingeschlossen. In meinen Albträumen fällt sich mein Team immer noch gegenseitig in den Rücken. Dinge kann man ersetzen und Wunden heilen. Doch Vertrauen gewinnt man nicht so leicht zurück. Glücklicherweise haben wir eine gute Arbeitskultur. Und neue Rekruten, denen du ein Vorbild warst. Wir werden es schon überstehen. Hast du denn Arbeit für mich? Vielleicht kann ich helfen. Habe ich. Dank dir ist der Weltraumhafen wieder in Betrieb. Das ist gut für den Handel. Aber auch für Schmuggler. Angeblich schleust jemand über den Weltraumhafen Schmuggelware nach New Atlantis. Dem müssen wir nachgehen. Ich kann mich gerne mal für dich nach den Schmugglern umsehen. Prima. Dann geh zu einem der Techniker bei Landeplatz B. Vielleicht ist denen was Verdächtiges aufgefallen. Hast du eine Spur, solltest du sie mit den Schiffsdaten bei Aegis abgleichen. Danach kannst du mir Bericht erstatten. Okay. Bis später. Sprich mit den Arbeitern am Raumhafen. Das machen wir natürlich. Und zwar in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ne? Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Lasst mir auf jeden Fall gerne mal ein Like oder ein Abo da, einfach um dem Algorithmus ein bisschen zu zeigen, dass ihr auch Lust habt auf das Projekt. Ne? Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich bin Eral. Bis zum nächsten Mal.